Das Businessmodell Canvas unterstützt Unternehmer dabei, ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen und sich langfristig zu etablieren. Herr Dr. Aspiazu stellte das Canvas Businessmodell in den Räumlichkeiten der Elbloge vor. Also es waren eigentlich 3 Stunden, auch wenn man die Pause dazu zählt, weil da ist auch Teil des Vortrages, Teil der Aktivität, die Kommunikation. Also es war die richtige Zeit, das Publikum war auch besonders gut heute, deshalb hat alles gut geklappt und es hat auch noch Spaß gemacht. Also die ursprüngliche Idee, die Anregung war, ich habe mich beschäftigt, beobachtet mit Produkten, die man kennt, und vor allem, die man in Deutschland entwickelt hat. Beispielsweise die wenigsten Menschen, die wenigsten Deutschen auch wissen nicht, wer den Computer erfunden hat. Das war Suse, Konrad Suse, ein Deutscher. Wer hat es aber vermarktet? Nicht die Deutschen. Wer hat das große Geld damit gemacht? Nicht die Deutschen. Man könnte sagen, die US-Amerikaner, vielleicht die Japaner. Ein anderes Beispiel, Herr Winter, MP3. Beliebt jetzt überall, wenn wir Musik hören wollen. Das ist in Deutschland entwickelt worden. Ich kannte die Veranstaltung schon. Wir haben das einmal gemacht vor 3 Jahren in einer anderen Besetzung, haben uns jetzt zumindest zum Teil wiedergefunden. 3 Partner aus dem Unternehmen, aus dem Netzwerk waren auch schon vor 3 Jahren dabei. 4 sind neu dabei. Und meine Erwartung war in der Tat, den Erfolg von vor 3 Jahren zu wiederholen. Das hat auch gut geklappt. Wir haben ausnahmslos positives Feedback gekriegt. Und der Vortrag von Dr. Aspiazu war wieder sehr stimmungsvoll rübergebracht. Er nimmt das Publikum immer mit, sehr interaktiv bei der ganzen Sache. Und das kommt immer gut an. Mein Part war der Schlüsselressource. Wir sind ein IT-Unternehmen und IT ist heute in fast jedem Unternehmen eine Schlüsselressource. Verfügbarkeit ist da das Thema. Jeder kann sich mal überlegen, wie lange er an seinem Arbeitsplatz, in seinem Unternehmen noch arbeiten kann, ohne dass die IT-Technik läuft. Meistens kann man noch ein paar Anrufe machen, aber meistens ist das Telefonbuch auch schon online und dann ist auch da schon Schluss. Da kann man eigentlich zusammenpacken und nach Hause gehen. Und das macht eigentlich deutlich, dass heute im modernen Unternehmen ohne IT-Technik nichts mehr funktioniert. So können beispielsweise Neugründer von dem Modell profitieren, wenn sie noch kein 100%iges Geschäftsmodell haben. Auf schnellem Wege können so unterschiedliche Varianten gegeneinander abgewogen und miteinander verglichen werden. Das Ziel des Seminars war, ein eigenes Geschäftsmodell zu erstellen, es zu analysieren oder das Bestehende zu optimieren. Also wenn man nicht das Pech gehabt hat in der Schule